Heute möchte ich euch mal das Sony Xperia Solar vorstellen. Das hat einen ganz besonderen Trick auf Lager, der nennt sich Floating Touch. Und zwar fungiert dabei der Zeigefinger, der über dem Touchscreen schwebt, sozusagen als Mauszeiger. Damit soll man dann angeblich im Browser den Bildinhalt bewegen können und beispielsweise dann präzise auswählen können. Aber das probieren wir nachher mal in der Praxis aus. Jetzt packen wir das gute Stück erstmal aus, um zu gucken, was denn so in der Box alles drin ist. Hier haben wir das Handy, farblich passend, sehr schick. Und das übliche Zubehör, Ladegerät, Stereo-Ladekabel. Haben wir vielleicht auch noch ein USB-Kabel irgendwo versteckt. Hier hinter vermute ich mal. Jawohl, sehr schön, alles vorhanden. Hier haben wir ein, oh, das finde ich ja mal super. Ich komme mal näher ran, dass man es hoffentlich auch erkennen kann. Einen SIM-Karten-Adapter. Da habe ich also hier, man erkennt es wahrscheinlich auf der Abbildung, da die entsprechende Hilfe, dass ich das dann hier die SIM-Karte da entsprechend auftragen kann und dann etwas besser einschieben kann. Sehr schön mitgedacht. Ansonsten geht es uns natürlich ums Gerät vor allen Dingen selbst. Deswegen zoome ich jetzt mal ganz schnell ein bisschen ran, dass man es auch entsprechend erfassen kann. So, hier sind wir. Also was haben wir denn da für eine Bedienungsanleitung, wie man es öffnet? Hier kommt die SIM rein. Mindestens 30 Minuten soll man es laden. Ich hoffe allerdings, dass jetzt genügend Ladung drin ist, dass wir es auch mal ausprobieren und einschalten können. Zunächst mal ein kurzer Blick auf die Rückseite. Hier sehen wir es schon, NFC ist an Bord. Angeblich sollen auch zwei von diesen NFC-Tags, die man programmieren kann, mit enthalten sein. Wen es interessiert, das habe ich mal im Rahmen des Tests des Xperia S auf Focus Online näher besprochen, was man mit diesen Tags alles machen kann und wie man die programmieren kann. Da kann man da dann mehr nachlesen. Also hier wird es irgendwie dann geöffnet. Macht einen ja, Plastikeindruck, aber relativ solide. Hier kommt dann diese Micro-SD-Karte, wie gesagt, rein. Wir zoomen auch da noch mal ein bisschen näher ran, dass man es auch gut erkennen kann. Also wie gesagt, hier haben wir einen Slot für die Micro-SD-Karte und hier unten, das ist natürlich die SIM-Karte. Das heißt, den Speicher kann man aufrüsten um bis zu 32 GB und das kann ich ja auch schon mal vorwegnehmen. Intern sind 8 GB verbaut, von denen laut Hersteller angeblich so 5 GB dann noch frei verfügbar sein sollen. Insgesamt macht das Gerät schon mal einen sehr wertigen Eindruck. Hier hinten haben wir noch eine Kamera, die ist zu erwähnen. 5 Megapixel bei Fotos und 720p bei Videos. Wobei, es handelt sich hier leider Gottes nicht um diesen BSI-Sensor, also Backside Illuminated Sensor. Bei Sony heißt das ja klassischerweise dann XMOR-Sensor, die haben sich das halt patentieren lassen. Der Trick dabei ist ganz einfach, es fällt mehr Licht ein als auf üblichen Sensoren, so wie sie eben halt jetzt hier verbaut sind. Und dadurch werden dann die Bilder insbesondere in dunklen Situationen etwas besser, weniger Bildrauschen, von daher durchaus praktisch. Hier allerdings nicht verbaut, was ich ein bisschen schade finde, weil 349 Euro ohne Vertrag sind jetzt auch nicht gerade ein Spottpreis, von daher könnte man da eigentlich mehr erwarten. Hier hat man offenbar Wert auf anderes gelegt. Das Display hat eine Diagonale von 3,7 Zoll. Wie immer, Reality Display nennt sich das bei Sony, ist aber letztlich nichts anderes als Super LCD. Zwar gut ablesbar, aber eben auch nicht AMOLED. Von der Auflösung her 480x854 Pixel. Nicht wenig, aber auch nicht vergleichbar mit dem, was wir beispielsweise beim Flaggschiff Xperia S haben. Da haben wir ja eine Auflösung von 720x1280 sogar. Damit die derzeit höchste Bildpunktdichte, die wir auf dem deutschen Markt hier so haben. Damit also die schärfsten, insbesondere Texte werden dadurch sehr schön scharf angezeigt. Da wird das Solar nicht ganz mithalten können, aber dafür hat es ja andere Vorzüge. Ansonsten sieht man schon, es handelt sich noch nicht um Android 4. Das soll noch nachgereicht werden, sondern zunächst erstmal wird es ausgeliefert mit Android 2.3. Laut Hersteller wird da aber jetzt dann schnellstmöglich das Update geliefert. Dann hat man dann wahrscheinlich auch nicht mehr hier diese Doppelung, dass ich zum Beispiel dieses Home-Symbol hier doppelt habe.
Da wird sich dann einiges bessern. Da ist schon auch gleich hier drauf ausgelegt unten die Optik. Auf jeden Fall ist noch ein Dual-Core-Prozessor verbaut mit 2x1,0 GHz. Also so mittelprächtig, ordentlich. Für die meisten Anwendungen dürfte das locker reichen, aber State of the Art ist es nicht. Jetzt möchte ich natürlich vor allen Dingen mal ausprobieren, was es denn mit diesem Touch oder Floating Touch auf sich hat. Jetzt, hoppala, legen Sie eine SIM-Karte ein. Nee, das lassen wir jetzt mal. Keine Netzwerkverbindung. Okay, das sehe ich ein. Hier wird noch mal kurz auf dem Anzeigedisplay beim ersten Start des Browsers angezeigt, dass man Floating Touch aktivieren soll. So, und jetzt probiere ich das doch mal aus, ob man hier irgendwie das schon irgendwie zum Heranzoomen. Ja, gut, das ist die übliche Vorgehensweise, das kennen wir. Aber angeblich, na, wahrscheinlich muss ich da jetzt doch mal kurz das Video abschalten, eine Wireless LAN-Verbindung zumindest aufbauen, um eine Website aufzurufen und das dann mal auszuprobieren. Deswegen bitte ich jetzt mal kurz um Entschuldigung, wenn ich mal die Pause-Taste drücke. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. In der Zwischenzeit habe ich eine Wireless LAN-Verbindung aufgebaut und hier mal eine Website aufgerufen. Und es geht jetzt darum, dass man eigentlich mit dem Finger, ich kann das mal so vielleicht seitlich demonstrieren, damit man es besser erkennen kann, so aus der Entfernung von etwa einem Zentimeter über dem Touchscreen, dann innerhalb des Browsers beispielsweise, wie gesagt, die Seite verschieben kann, navigieren kann, eine Auswahl treffen kann. Das habe ich natürlich jetzt schon mal im Vorfeld ausprobiert und in der Tat, es funktioniert nicht. Und damit man nochmal sieht, dass auch tatsächlich die entsprechende Option wählt ist, also hier sieht man es, Floating Touch aktivieren, das Häkchen ist definitiv gesetzt. Ich probiere es jetzt nochmal aus, also so kann man ganz normal verschieben, aber jetzt berührt der Finger selbstverständlich auch das kapazitive Display. Also ich versuche es noch einmal, hier lässt sich rein gar nichts auswählen. Das funktioniert sowieso nur derzeit im Browser. Die API, also die Programmschnittstelle, soll zwar auch freigegeben sein mittlerweile von Samsung, von Sony, Entschuldigung. Das heißt, da werden demnächst wahrscheinlich dann auch Drittanbieter-Apps auftauchen, die das Ganze unterstützen. Hier funktioniert es jetzt allerdings definitiv noch nicht. Also da kann ich jetzt leider Gottes, weil Wochenende ist, auch nicht allzu viel klären. Deswegen müssen wir da auf den finalen Test warten, was jetzt mit dieser Floating Touch-Geschichte ist. Ansonsten noch mal ein kurzer Blick aufs Display. Da muss man wirklich sagen, die Auflösung ist sehr schön, wenngleich die Schriften jetzt schon recht arg klein sind, muss man zugeben. Also wer da weitsichtig ist, darf dann seine Brille nicht vergessen, muss ich sagen. Ansonsten positiv ist mir noch aufgefallen, hier unten diese drei Icons, die werden beleuchtet im Dunkeln. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so erkennen kann. Das trifft auf jeden Fall zu. Und hier unten diese Kante, ich halte es jetzt noch mal ein bisschen schräg, damit man es erkennen kann und gehe vielleicht auch noch mal näher ran. Diese Kante hier unten, die gefällt mir jetzt auf den ersten Blick nicht so sonderlich. So wird es jetzt ein bisschen unscharf, deswegen muss ich jetzt etwas wieder zurückgehen. So kann man es hoffentlich erkennen. Also hier gibt es einen Vorsprung, wo das Display dann in die Unterkante hier, also da, wo das Gerät ausläuft, das Gehäuse, die ist zwar schön abgerundet, tut also nicht wirklich weh. Könnte mir allerdings schon vorstellen, dass sich da im Laufe der Zeit hier in dieser Spalte da, dass sich da beispielsweise Schmutz festsetzt und andere Unschönheiten und dass da möglicherweise eben halt auch die Display-Abdeckung, die zwar kratzfest sein soll, da im Laufe der Zeit vielleicht doch ein bisschen hier an dieser Kante in Mitleidenschaft gezogen wird. Ansonsten, es liegt wirklich sehr gut in der Hand, muss man sagen. 59 Millimeter ist es nur breit, damit schön schmal, 116 mm lang und 9,9 mm flach. Also vom Handling, von der Handhabung her gibt es da überhaupt nichts zu meckern. Ein sehr schönes Gerät auf den ersten Blick und wenn das dann mit Android 4.0 nachgerüstet ist, auch up to date von der Ausstattung her. Ansonsten würde ich mal sagen, warten wir mal ab, was das mit dem Floating Touch sich noch, was sich daraus noch ergibt. Ansonsten gibt es ja auch noch zwei weitere Neuvorstellungen, das Xperia U und P, die kommen jetzt gleich anschließend noch dran.